Idol und herzlich willkommen endlich wieder zu einer neuen Folge Bioshock, auch wenn nur ein Tag Pause war. Aber ja, willkommen zurück und wir suchen nach Finks Versteck, um da diese Haarlocke zu besorgen, die wir so schon gerade für das Ding haben will. Oh, was ist das? Eiserner was? Jetzt habe ich es gar nicht lesen können. Eiserner Wille? Was? Oh mein Gott, das ist cool. Vox Populi. Wir sind anscheinend genau während der Belagerung gelandet. Das heißt, unsere anderen Ich sind vermutlich in der Fabrik. Auf dem Weg zur First Lady. Was passiert, wenn wir ihnen begegnen? Das passiert nicht. Woher willst du das wissen? Weil es nicht so war. True. Ha, true. Ah, Entschuldigung, ich habe irgendwie gerade voll in den Frosch im Hals. Oh, hoppala. Jetzt habe ich auszusehen, dass das Miet benutzt. Das war auch nicht mit Absicht. Na gut. Erstmal keine EVE mehr haben. Erstmal nicht mehr weiterkommen, never mind. Hier musste man gar nicht hin, da muss man über die Skyline oder was? Es gibt keine, what the fuck. Wait, ach, Leute, Lüftungsschacht. Ja, Alter, in Columbia, Lüftungsschächte. Jetzt gar nicht dran gedacht, dass es hier sowas auch geben könnte. Ah, Büro. Ich habe Ihren Rat befolgt und es hat sich ausgezahlt, aber ich werde dem Jungen nichts tun. Fink und Comstock werden beide brennen. Aber dieser Junge kann nichts für die Taten seines Vaters. Sie verstehen nicht. Sie sollen dem Jungen nichts antun. Und wir haben auch nie gesagt, dass Sie Comstocks Welt in Brand setzen werden. Ein berühmter Mann sagte mal. Und ein berühmter Mann wird sagen. Ich mag den Berg erklimmen. Doch ich fürchte, das Tal dahinter werde ich nie betreten. Das heißt, ich werde nicht erleben wie... Nein. Nun, was ist Ihnen wichtiger? Ihre Rolle in dem Stück? Oder das Stück selbst? Jemand wird kommen. Sie kommt als Mädchen. Gehen muss sie als Frau. Und was macht den Unterschied zwischen einem Mädchen und einer Frau? Ihre Rolle in dem Stück? Oder das Stück selbst? Ich soll sie zur Mörderin machen? Wie? Lassen Sie dem Mädchen keine Wahl. Dann ist sie gezwungen, eine zu treffen. Was? Oh, lol. Ah. Wir sind jetzt unter denen, ah. Das hat jetzt gerade irgendwie nicht ganz verstanden. Ah, ich habe gerade gemerkt, ich habe mein Fenster offen gelassen. So, jetzt. Also, die Lutes-Geschwister, die haben anscheinend nicht nur mit uns geredet. Die haben allen. Die sind dafür verantwortlich, dass sich alles so abspielt, wie sie es abspielt, weil die jeden beeinflussen. Also eigentlich stecken die hinter allem. Die haben alles gemacht, die haben die Maschine gemacht, die haben Elizabeth erschaffen, die haben alles gemacht. Das ist auch krass irgendwie. Wenn es die beiden nicht gäbe, wäre einfach gar nichts von allem passiert. Tot. Tot. Jetzt habe ich schon beinahe wieder vergessen, was wir machen müssen, aber genau, Finks Labor. So. Oh mein Gott. Achtung, ich komme! Tötet eure Unterdrücker! Hier stimmt was nicht! Ist das hier nicht der Raum, wo Dingens, wo Fink und, wo Daisy, nein, doch, nein. Nein, wo Fink den Jungen erst geiselt hat und wir ihn umgebracht haben. Ist da jemand? Komm zurück! Wer war das? Ich glaube nichts von all dem, aber ich spiele einfach mit. Die kommen hier nicht rein oder was von alleine? Nein, nein, hier versteckt sich niemand mehr. Ah, es nimmt ab, okay. Er wird kreischen. Naja. Sehr schön. EVE perfekt. Stimmt, das ist das hier, Leute. Ich hab's gar nicht erkannt, als ich rausgegangen bin. Ganz nett hier. Und tot.
Fürst in keiner Stadt mir das sagen. So. Ich habe deswegen aufgehört zu kriechen, weil ich mir dachte, komm, sonst sind wir ja 100 Jahre unterwegs und natürlich sind dann noch 5 weitere Gegner. Wusste ich natürlich nicht vorher. Aber wie schon zuvor, sehr wenig zu looten hier, weil die ja wahrscheinlich wollen, dass man hier weiterkommt und nicht so viel Zeit verbraucht. Munition für Schrotflinte für 12 Dollar kaufen wir mal. Revolver sind mal voll und dann kauft man noch einen Lockpick, würde ich sagen. Nochmal 7 Stück. Ah, stimmt, oben noch das Schloss knacken, Leute. Jetzt beinahe vergessen. Gut, dass ich einen Lockpick kaufen wollte. Weiß zwar nicht. Oh mein Gott. Ach, verdammt. Oh, ich hab sie getroffen. Na, damit rechnet ja wirklich niemand. Da, wo du gerade noch drin standest, ist plötzlich ein Gegner. Das kann doch gar nicht sein. Nein, du kriegst mich nicht. Ach, das war nur der... Oh, ein Audiotagebuch. Von Daisy Fitzgerald. Das ist es, was die Menschen brauchen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ihnen nur Blut und Feuer bieten kann. Was sie mir angetan haben, kann ich nicht vergessen. Ich war ein Opfer Columbias und Opfer empfinden Scham. Was zerfrisst einen Menschen mehr als Scham? Ich verrotte von innen heraus. Was habe ich dieser Revolution anderes zu bieten als meine eigenen finsteren Motive? Was wird mir letzten Endes wichtiger sein? Die Menschen, die ich retten will? Oder die, die ich in ihren Betten ermorden will? Niemand, du stirbst einfach. Spoiler, lol. Lol. Ich dachte gerade, die sind gegeneinander gelaufen, diese komisch gleichzeitig abgebogen. Ich dachte, die läuft hier rüber. Us! Jump die einfach darüber, Alter. Perfekt, den soll ich kriegen. Ich glaube nichts von all dem, aber ich spiele einfach mit. Die sitzt eh wieder hier. Ah, die läuft immer die gleiche Route. Perfekt. Alle getötet. Profil gespeichert. Okay, Finks Versteck. Wo müssen wir hin? Das sind Skylines. Wo kommt man da nochmal hin? Das sind wahrscheinlich die gleichen wie davor, oder? Okay, man kommt hier auf das Luftschiff. Hier ist nichts. Ja, es sieht mir ganz danach aus, als wäre es das Luftschiff, auf das wir müssen. Da oben. Kann man nicht landen. Na, okay, wir müssen eindeutig auf das Luftschiff. Hätte man sich aber vorher schon denken können. So viele Möglichkeiten gibt es ja dann doch nicht. Übrigens nur viel langsamer als ein Booker. Wahrscheinlich, weil die weniger wiegt. So. Oh, N. Ach, stimmt, die Taste haben wir auch noch. Ah, ich war, glaube ich, richtig. Warum hat der Pfeil aus einem komischen Bogen geschlagen? Ja, ich glaube, ich war richtig. Yes. Alter, ich stehe quasi direkt vor dem, what the fuck. Danke für die Munition, boy. Irgendwie droppt man jetzt viel mehr, seit man wieder in Columbia ist. Alter, Columbia ist einfach viel besser. Aber das heißt, droppt man, findet man. Angespannte Spannung. Angespannte Spannung, Alter. Stimmung. What the fuck ist das? Ist das ein Voxophon? Aber was, da liegt ja noch was, oder? Hier ist einfach ein aufgestelltes Voxophon, lol. Was ist man bereit zu zahlen, damit andere frei vom Joch der Unterdrückung leben können? 5 Euro. DeWitt kannte den Preis und hat ihn freiwillig gezahlt. Und ich ahne, was die Lutest-Zwillinge einmal von mir verlangen werden. Bisher hat ihr Rat mir geholfen. Und auch der Revolution. Wenn eine Kugel mich trifft, soll es so sein.
aber mich als Opferlamm anzubieten. Wenn ich in meinen Garten Gethsemane komme, werde ich dann willig meine Rolle spielen? Oder werde ich den Ort niederbrennen? Hey, wo geht's hier weiter? Oh nein! Oh, ich dachte schon, ich bin hinten verloren. Okay, I'm a little bit confused. Hoppala. Hä, was? Doch nicht hier drin? Hä? Ach so, musste ich erst das Tagebuch finden, oder was? Was geht hier vor? Wo ist nichts geht hier vor? Kleines Schweinchen! Hä? Okay. Andere Richtung. Sind wir runter auf das Schiff, oder was? Das wäre das Einzige, was hier unten ist. Der hat mich ja gar nicht gesehen. Ich will es eigentlich nicht nochmal... Hoppala. Nicht Tab E. Komm raus, Schweinchen! Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht nochmal von dem Ding hier runter, sonst muss wieder auf die Skyline hoch. Aber... What? Ich muss doch vorhin in eine ganz andere Richtung. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Kommst nicht. Ja genau, stell dich in den Nebel, damit du mich noch schlechter siehst, wenn ich dich umbringe. Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Jetzt doch hier lang. Strange. Da schleicht doch jemand rum. Oh, perfekt. Töten Sie! Flehe um den Tod! Was? Ich bin hinter einer fucking Tür. Wie hat sie mich bitte gesehen? Hä? Willst du mich verarschen? Na, verdammt. So. Ich hasse es, als Dingens zu spielen als Elizabeth. Das ist so ätzend, ey. Ein Gegner allein reicht, um dich zu töten. Ja, es wird einen Krieg geben. Man kann ihn schon förmlich riechen. Angst, Hass. Jeden Tag sterben Leute. Aber wie viele werden noch leiden, wenn wir uns erheben? Gewalt erzeugt mehr Gewalt, das weiß ich. Ich habe es erlebt. Der rationale Geist strebt eine friedliche Lösung an. Er versucht, eine gemeinsame Basis zu finden. Aber wie soll ein Vater eine gemeinsame Basis finden, wenn er zusehen musste, wie sein Kind auf der Straße verblutete? Wie soll man ihm seine Rache verwehren? Ich kenne das Feuer, das in ihm lodert. Ich kenne es nur allzu gut. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich beherrschen können. Von wem hat er jetzt geredet? Von Comstock oder von Booker? Na, hier waren wir schon mal. Na, wir waren hier überall schon mal. Hm. 63 Geld. Ich glaube, ich kaufe meinen Erste-Hilfe-Kasten zur Sicherheit. Und dann nochmal Schrotflinten-Munition. Und Lockpicks haben wir genug. Eine Dame mit Sinn für Pferde. Oh, jetzt so, oder? Jeremiah, Private Quarters of Jeremiah Fink, der noch ein fettes Schild dranhängt. An seinem Scheißhaus steht wahrscheinlich Scheißhaus dran. Dann dürfen hier eigentlich auch keine Wachen sein, weil ich meine, sind das seine Privaträume. Fink.
Also gehen wir da schon mal nicht hin, da wo die Tür von alleine aufgegangen ist. Verdammt. Ja, als ob wir da jetzt noch woanders rein können. Das wird nicht funktionieren. Überraschung. Ich sollte mir die Uhr genauer ansehen. Was? Ach, Leute, das ganze Ding ist die Uhr. Ach so, die zeigt immer darauf, wo offen ist, oder was? Nee, doch, keine Ahnung. Leute, der hat ja ein geiles Schlafzimmer. Wer ist das? Ach, ist es der Lutez? Unser derzeitiger Zustand, beziehungsweise Nicht-Zustand, hat bei meinem Bruder zu einem Gefühl der Unart. Was hast du da gerade aufgehoben? Ich schätze, es hat was mit der Riesenuhr da draußen zu tun. Und mit der Uhr bekommen wir vermutlich die Tür zu Finks Labor auf. Hatte ich doch recht, aber ich wollte es anhören. Unser derzeitiger Zustand, beziehungsweise Nicht-Zustand, hat bei meinem Bruder zu einem Gefühl okay, das der ist keine Waffe, die man Unerfülltheit kann. Geführt. Der biologische eine riesige Uhr. So was in der Art. Der Mechanismus. Ich bin nur hingelaufen, ich hab nicht mal was gedrückt. Freizuschalten, falls Fink seinen Segen dazu gibt. Und jetzt? Müssen wir warten, dass der Kuckuck erscheint? Nein, den Uhrenschlüssel haben wir schon. Wenn wir die Uhr aufziehen, können wir jede Tür öffnen. Nein, ich stell's nicht durch. Ich will mir das jetzt endlich anhören. Jetzt halt die Fresse, Booker. Halt jetzt deine Fresse, Mann. Geht's mir auf die Eier, Junge, seit ich hier nicht mehr spielen kann. Bitte lasst mich das anhören. Bitte. Beziehungsweise Nicht-Zustand hat bei meinem Bruder zu einem Gefühl der Unerfülltheit geführt. Der biologische Drang, sich hervorzutun, ist stark. Und es ist nicht ausgeschlossen. Wir könnten uns wieder in Columbia reinkarnieren. Zum alten Leben zurückkehren, um Neues erschaffen zu können. Aber wir sind in dieser Welt gestorben. Zurückzukehren würde bedeuten, einen Teil von uns aufzugeben. Uns selbst. Wir würden wieder Fleisch und Blut werden. Mit allen Folgen. Und die Geheimnisse des Universums wären uns wieder verborgen. Lol. Die sind tot und quasi so, keine Ahnung, etwas übermenschlich, I guess. Und die überlegen wieder zurückzukehren, oder haben überlegt wieder zurückzukehren. Haben es aber nicht getan, offensichtlich. Okay, ich hätte vielleicht keinen Absinth trinken sollen. Holy shit, das sieht creepy aus. Untold rewards await the faithful in eternity. Zechariah Comstock. Genau, was jetzt für was ins Haar steht. Das ist alles? Hier ist ja nicht mal was. Das ist ja voll so. Ich meine, klar, es ist cool, so extra Räume und sowas, okay, aber ein bisschen unnötig, wenn man da nicht mehr irgendwie was großartig findet. Nicht mal ein Audio-Tagebuch oder so. Meeresschnecken. Verdammte Meeresschnecken. Hätte dieser Asiat nicht etwas Praktischeres als Quelle für seine Plasmide finden können? Wenn es einen Gott gibt, und ich habe bisher mehr Hinweise gesehen, die gegen diese These sprechen als dafür, dann hätte er Adam doch eher in den Bauch einer hübschen Möwe oder Krähe gesteckt. Die Kosten für diese ganzen Unterwasserexpeditionen sind Gift für meine Gewinnmarge. Geht geiler Wichser. Was die Religion angeht, sehe ich mich im Lager der Agnostiker.
interpreter and understand the mysteries nicht, die Rätsel deiner Endlichkeit besser zu verstehen als wir, Comstock, oder überhaupt. Aber nehmen wir doch mal an, dass alles seine unglückliche Zufall für sein ganz allein in diesem Teil erdrehen. Wen würde Comstock dann benutzen, um uns zu kontrollieren und zu zwingen, Regeln zu befolgen, die nur für die Ärmsten der Armen gelten? Glaubt mir, wenn es keinen Gott gäbe, würde der erste reiche Mensch ihn schnellstens finden. Damn. Agnostiker, Alter. Kano von South Park. Agnostische Getränke. Übrigens, ich trage heute Spiele-Styler-Merch zur Aufnahme. Etwas spät, um das zu zeigen, ja, aber ich trage heute Spiele-Styler-Merchandise. Auf einen Aufzug. Alter, das DLC geht echt extrem lang. Holy shit. Ich muss jetzt echt noch eine Folge machen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es müsste jetzt eigentlich dann irgendwann mal ein Finale geben, aber... Eigentlich müssten wir zurück nach Rapture, dann gegen Atlas kämpfen und dann auch die Tochter retten. Das ist doch, denke ich, schon auf. Wo, mein Booker? LOL. LMAO. Das ist cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Bist du da? Du fehlst mir. Du warst der Einzige, der jemals... Du warst mein einziger Freund. Und der Typ, der dich eingesperrt hat. Gibt es gar nicht. Ich bin eine Projektion deiner eigenen Gefahr. Könntest du so tun, als wärst du Booker? Bitte. Ich glaube, Booker würde dich vermissen. Finde die Haarprobe. Okay. Locker Room. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Na ja, gut, wir waren überall schon mal, ich meine. Ich glaube nichts von all dem, aber ich spiele einfach mit. Tötet eure Unterdrücker! Findet sie! Oh Leute, die wurde gekillt. Ach, weil da ein Geschütz steht. Wo, 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 wo? Damn. Ach, deswegen ist es hier so hell. Danke. Jetzt haben wir endlich viel Geld und jetzt bringt es uns nichts mehr. Okay. Na gut, das heißt viel Geld, wir haben jetzt nur noch 40, aber wir hatten ziemlich viel Geld. Oh, die Scherben machen ein krasses Geräusch. Ein Feind mit Helm kann nicht per Nahkampf-Schleichangriff ausgeschaltet werden. Das heißt wohl, ich treffe gleich auf einen... Mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Könnten wir wohl jemanden Millionär holen, der hier sauber macht? Blimz. Alter, heilige Scheiße, jetzt übertreiben sie aber ein bisschen mit den Gegnern, oder? Ein gepanzerter Gegner stirbt dann wahrscheinlich auch nicht durch mein Suizidbeherrschen. Jetzt haben sie es echt ein bisschen übertrieben, Alter. Alter, really? Komm her. Es gibt schon wieder so viele Wege, Alter. Leute, das war gerade einfach auf Englisch. Und das, ob die mich sofort sehen, sobald ich einmal aufrecht gehe. Da wäre nicht mehr jemand in der Nähe. Und holy shit, ist das hier groß. Way too many people here. Oh. Scheiße, ich bin kein Detektiv. Soll jemand anders hier aufspüren? Ich weiß, dass einige Leute besorgt sind wegen der Arbeitsbedingungen hier bei Fink Manufacturing. Manche sagen, dass ihnen der Schaden
und das Leid, die unsere Forschung angeblich verursachen, Bauchschmerzen bereiten. Aber ich will euch eine einfache Frage stellen, meine Freunde. Würdet ihr nicht alles tun, um die Gesundheit und Sicherheit eurer Liebsten zu gewährleisten? Ich sorge mich um die Gesundheit unserer Kinder in der Zukunft. Und Prävention ist schließlich der beste Schutz. Den Unterdrücker! Keine Ahnung, ob er tot ist, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ah, der Handyman Operating Wing. Oh no, bitte kein Handyman mit Elizabeth. Don't do that to me, man. Ich glaube, wir machen echt noch eine Folge, weil... Also ich sehe hier einfach kein Ende in dem DLC. Es ist übelst krass. Vielleicht, weil das andere so extrem kurz war, rechnet man jetzt einfach damit, dass es jeder im Moment aufhören müsste. Ah, tut's gar nicht. Chirurgischer Bereich Handyman. Oh boy. Warum stehen eigentlich überall Wachen in einem Labor? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Diesmal hält mich keiner auf. Dann müsst ihr erstmal hier vorbei. Ich höre den Arm, lebe Daisy! Was geht hier vor? Genau, tötet euch gegenseitig. Was? Meiner ist One-Hit gewesen. Ich habe mir natürlich den Schlechten in mein Team geholt. Scheiße, jetzt soll ich keine EVI mehr für nochmal beherrschen. Ja, ich würde fast sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's kurz rein, vielen Dank fürs Einschalten und ciao, ciao.